Das Europäische Parlament will den Begriff Mutter und Vater abschaffen. Erstes Land, welches die Maßnahme umsetzen wird, ist das Nicht-EU-Mitglied Schweiz. Laut Ansatz des Programms geschlechtergerechter Sprache falle die Verwendung der Begriffe Mutter und Vater unter die Kategorie der Diskriminierung. Künftig sollen Personen, die bisher als Mutter und Vater bekannt waren, in der Stadt Bern als Neutrum mit der Bezeichnung Älter tituliert werden. Die stellvertretende Leiterin der Zentrale Sprachdienste Isabel Kamber sagte der schweizerischen Zeitung Blick, dieser Leitfaden sei für amtliche Publikationen verbindlich. Vor wenigen Tagen war erst bekannt geworden, dass das Europäische Parlament künftig die Medienvertreter europaweit umschulen wird, wonach diese künftig die Frau in ihrer Berichterstattung nicht mehr als Mutter darstellen dürften, weil dies gleichfalls diskriminierend sei.